Day 2. Heute geht's weiter mit dem Sprung die Landung bauen. Du hast den gerade wieder massivst gesendet als Starter, dass wir die Landung dafür dann bauen können, dass das alles passt. Aber wir müssen ja auch, chillig bauen, ja, wenn du Angst hast, hier zu sterben. Bring on the madness. Toni mit seinem Try. Kranplätze müssen verdichtet sein. Denn das Ding, oh, das Ding ist gelandet, das Ding ist richtig gelandet. Aber ich muss mal sagen, das ist die gute Arbeit vom Carlo. Also wirklich. Das Ding ist fest. Und jetzt würde ich gerade die Landung anbauen. Schon ordentliche Stämme gesägt, wirklich ordentliche. Von dem umgefallenen Baum. Das ganze Holz haben wir davon verwendet. Und hier sind auch noch so viele tote Bäume, das ist unglaublich. Jetzt klopfen wir das Ding da rein und dann die Landung weiterbauen. So denkst du ihn geil. Wird ein fetter Sprung, wird ein richtig fetter. So, gerade wieder ein paar Pfeiler reingehauen. Ich sag's euch, anspitzen ist der Key, wenn ihr wirklich was festmachen wollt und die Pfeiler ordentlich reinflutschen sollen. Es ging so gut, waren so schnell drin und die sind wirklich richtig fest. Bombenfest. Da musst du wirklich richtig rütteln. Der da drüben ist noch fester was als der. Du eigentlich? Der muss denken. Guck mal, der macht wirklich, das ich sag, Video, Alter. An, was zu machen. Ja, und dann macht er nur Scheiße sogar. Was ist denn das? Was ist denn das jetzt? Wettwerten. Wirklich, ey. Die Aussage von gestern hat sich wirklich bestätigt. Ich mach das jetzt mal weiter hier. Ich mach das jetzt mal. Ich habe gerade eine richtig geile Szene gefilmt. Schau dir jetzt mal bei euch bitte dieses Konstrukt an. Schon echt fresh geworden, muss ich sagen. Also geile Arbeit. Geile Arbeit. Ein Ding. Wild. Haben wir wirklich gut hinbekommen. Ne, Toni! Wir sind hier wirklich Diebe, das sehe ich. Am Buddeln. Die Erde für den Sprung unten. Hier ist der andere. Und um die Jungs zum Tragen. Dann geht's ab. Dann bin ich am Hacken und Schaufeln. Da ist die Jacke da. Und jetzt muss ich erstmal wieder ran mit Hacken. Boah. Lehmerde hier. Am Start. Kurzes Zeitupdate. Wir haben es jetzt 17.39 Uhr. Sind schon seit 14 Uhr hier. Also gut am Hasseln. Landung nimmt langsam Form an. Mega gut. Da Carlo das hier verdichtet. Und jetzt sind wir am letzten Teil, dass das unten dann rausgeht in die Welle. Und das ist unsere Schlechtkarte. Digga, wie so ein Opa, Alter. Landung nimmt langsam Gestalt an. Ist wirklich wild geworden. Viel Schweiß und Kraft hineingesteckt. Ja, ist auch ein guter Double, ne? Ein gutes Maß. Gutes Maß und wir fahren dann gleich mal testen, dann können wir mal sehen, ob es funktioniert. Dann halt hier rein und dann hier weiter. Ist doch eh Marsch. Also, sieht auch nicht, wenn du ordentlich springst. Also Maß, Look 1,90, Sprung, das ist richtig wild geworden, wirklich. Wenn ich es nicht machen würde, würde ich es nicht machen. Ja. Kurzes Zeitupdate, ist jetzt 8.13 Uhr. Wir sind wie gesagt fertig jetzt mit der Landung grob. Carlo fällt sich gerade ein für den Sprung. Den ganzen Tag gebaut. Roll das mal hier entspannen. Oh yeah. Nice. Bisschen Stees. Mach's mal einen kleinen Testrun. Speed mal schauen. Ey, das war aber ohne viel Speed. Wo bin ich denn gelandet? Alter. Bro, mach doch. Mach ich. Der Typ ist halt die Anfahrt, ne? Wenn ihr verkackt.
Angst gehabt. Jo! Flo probiert mal die Anfahrt. Was sagst du? Frecher? Nee, ich war gerade erst alright erstmal. Was sagen sie denn dazu zur Anfahrt? Ja, ist halt ein bisschen wellig. Verstehe ich jetzt nicht, du. Also. Warum falsch im Gang? Wellig. Du, ich bin. Wir sind gerade noch mal dran, die Landung ein bisschen zu verlängern. Ungefähr bis hier hoch, dass sie dann so drunter zieht. Dafür sind dann die Stützfehler hier schon mal da. Ihr seht auf jeden Fall schon, wie massiv das Ganze wird. Und wie das auch jetzt schon ist. Also wirklich, die Landung, schon prime. War aber alles ein bisschen zu knapp. Wir verlängern die noch bis da hoch und dann kann man auch vielleicht mal richtig geile Tricks ausmachen. Ihr seht, wie der Abstand ist. Mega geil. Und genau, das ist jetzt erstmal das Update von den Sprüngen, die wir jetzt gebaut haben. Und dann geht's im nächsten Video weiter. Lasst ein Like da, abonniert den Channel und teilt es euren Freunden. So, das war's. So, das war's jetzt mit Tag 1 und 2. Hat auf jeden Fall Bock gemacht, wieder. Take 1. Also. So, das war's jetzt mit Tag 1 und 2. Auf jeden Fall richtig. Scheiße, Mann, Digga. Mach gerade ein Outro, Junge. So, die Jungs bauen gerade noch ein bisschen. Das war's jetzt mit Tag 1 und 2. Hat auf jeden Fall echt Bock gemacht, wieder was zu bauen. Schreibt in die Kommentare, was euch so gefallen hat. Am Samstag geht's für den Flo nach Tabots. Abonniert den Channel, teilt's mit euren Freunden und Like da lassen. Abonniert die Glocke. Und kommentiert für den Algorithmus.